Wahrscheinlich sind wir jetzt Pierce oder so, Pearson oder so, keine Ahnung. Ja, dann. Also dann, der Rhein. 7. März. Ist das nicht die Brücke von Remagen? Los geht's. März 1945. Wir sollen mit der 9. Panzerdivision und der 99. die Brücke von Remagen einnehmen. Wenn wir es rüberschaffen, bricht der deutsche Widerstand zusammen. Ja, aber ich denke, wir wurden... War das vorher nicht 5. März? Das kommt davon, wenn man nicht aufpasst. Verdammt nochmal! Ich muss besser aufpassen. Ich wäre so gern bei Hazel, wenn unser Baby kommt. Aber ich muss Pearson überzeugen, mich wieder aufzunehmen. Ich tue das, um Sussman zu finden, weil er dasselbe für mich tun würde. Falls ich nicht nach Hause komme, hab ein Auge auf sie, Paul. Oh, oh. Was wird das denn? Nach was sieht's aus? Selbstmord. Geh da lieber nicht rein. Pearson hat einen im Tee. Danke für die Warnung. Okay. Soll das ein gottverdammter Scherz sein? Ich suche weiter nach Sussman. Holen Sie sich beim Kaplan aus. Ich kann nur Leute brauchen, die Befehlen folgen. Und Ihre Befehle, als Sie sich weigerten, Ihre Leute zurückzulassen in Kasserin? Na komm, okay. Was haben Sie da gesagt? Na komm. Die Wahrheit. Verschwinden Sie, solange Sie noch können. Davis hat's mir gesagt. Es war nicht Ihre Schuld. Sie wollten das Richtige tun für Ihr Platoon. Los, raus! Los, raus! Ich bleibe, wo ich bin. Ich sagte raus! Gott verdammt! Mein Befehl war es, zurückzufallen. Doch ich hielt mich für schlauer. Ich sagte den Männern, dass wir den Pass halten, bis die Verstärkung kommt. Doch die kam nie an. Sie kam nie an. Sie haben wohl recht. Ich trage diese Schuld. Jetzt raus. Nicht ohne mein Platoon. Sie halten sich für mutig, ja? Machen Sie mal den Job Tag ein und Tag aus, während Ihre Leute krepieren. Turner hätte niemals so aufgegeben. Turner ist tot. Sein Tod soll Wert haben. Kein Opfer zu groß. Sie wissen nicht, wie es ist, Opfer zu bringen. Und was ist das? Entlassungspapiere, ausgestellt von Davis. Ich könnte heim. Ich könnte zu Hause sein. Als Held gefeiert. Und bei meinem Mädchen. Scheiße. Mit einer Medaille. Aber ich bin noch nicht fertig. Sie sind wohl verrückt. Verrückt ist gar kein Ausdruck. Meinetwegen. Sergeant? Jetzt folgen Sie mir, verdammt. Entweder jetzt oder niemals. Gehen Sie mir aus dem Weg. Dann sind ja alle da. Nein, einer fehlt. Holen wir unseren Freund zurück. Ja, Corporal. Genau das wollte ich hören. Falls Sussman lebt, dann hinter der Brücke. Wir müssen sie einnehmen. Okay, das ist sie. Die letzte Brücke über den Rhein. Wenn der Konvoi drüben ist, sind wir mittendrin. Wir jagen sie hoch. Alles oder nichts. Das ist jetzt das Finale. Hoppa. Gott, ich hab jetzt schon Stress. Sichern wir den Brückenzugang! Ja, Sergeant! Kommt jetzt!
Hey! Sie dürfen Ihre zweite Chance nicht vermasseln! Das werde ich nicht. Kommen Sie! Alter, riskier nicht zu viel. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir trotzdem draufgehen. Was ist scheiße? Nicht anhalten? Sorry. Ich konnte nicht anders. Ich hab dich gesehen, nur Lümmel. Neben dem Holzstapel. Lümmel. Hab ich gesehen, Herr Lümmel. Schwein. Ich hab grad voll. Oh. Alter. Grad voll Adrenalin hier. Scheißspiel. Nee, ist geil. Spiel macht. Boah. Richtig gut gemacht. Richtig gut gemacht. Alter, was ein Stress hier. Komm schon. Lad schneller. Okay. Alter, okay. Da ist doch noch so ein Lümmel. Kriegen wir nicht. Da kommen wir nicht ran. Was war denn hier für eine Kanone? Oh, ich habe keine Munition mehr. Okay. Oh, die ist besser. Die ist besser. Wie viel Munition hat die denn? Ah, zu wenig. Alter? Geht so gut? Nee, zu wenig Munition. Alter, boah, was denn?
Los, komm schon. Okay, alles klar. Ergebt euch. Ja, ergebt euch, Leute. Wir sind Amerikaner, wir lassen euch leben. Ihr hattet Chance aufzugeben, Freunde, ne? Das wisst ihr. Das ist euch bewusst. Was habe ich eigentlich als Zweitbewaffnung? Oh, eine Fuba. Okay, alles klar. Fall mir nicht in den Rücken, Junge. Fall mir nicht in den Rücken. Auf den Boden, Deutscher! Runter! Gesichert! Okay. Feind gesichtet! Okay, hier, pass auf den auf. Mann, Mann, Mann. Ja, wir schicken den Arzt. Ich flehe euch an. Kann meine Beine nicht durch. Ich hätte gern geholfen. Chef, wo bist du? Ach ja, unten. Okay, gut. Die Krautfresser sprengen die Brücke. Wir müssen sie stoppen. Okay. Was wissen wir? Die fahren schweres Geschütz auf. Verschafft uns Zeit. Wir kümmern uns um die Ladungen. Okay, ich gehe voraus. Daniels und Stiles geben den Pionieren Deckung. Bereit? Na los, gehen wir. Alles klar, bereit. Ihr zwei, entschärft die Sprengsätze unter dem Mauerwerk. Die Krautfresser fallen zurück. Unten und wachsam bleiben. Alter, da unten ist der Rhein. Granate geworfen!
Das ist voll die linke Nummer in den Rücken schießen, ne? Ja gut, aber wenn sie jetzt weg sind, ne? Dann kommen sie später nicht. Oh. Die Brücke hoch! Opa. Ich bin da. Ja, da weißt du. Wir haben noch einen Job zu erledigen. Alter, man sieht überhaupt nichts. Daniels, ich habe Rauch und Granaten, wenn du bereit bist. Flugzeuge. Gleich. Alter, ihr wollt uns doch verarschen, oder? Ja, dann gib mal was her. Nehme ich gerne, warte, so. Scheiße, meine letzten Patronen. Komm schon. Okay, Zielgeber und Schütze sind erledigt, alles klar. Wo finde ich hier wohl Munition? Okay. Was passiert eigentlich, wenn ich hier bin? Ah, alles klar. So, was passiert dann? Shit. Wow. Okay, gut. Okay. Gib mir mal Ziele, Junge. Wo sind sie?
Ich habe keine Medipacks mehr. Alter. Scheiße. Ich habe auch keinen Verbandgeber dabei. Ja, super. Herrlich. Ganz geil. Gib mir mal ein paar Ziele hier. Komm. Ich weiß, einer ist noch da oben. So. Alles klar. So, ich heile mich jetzt mal eben hoch. Lade nach. Geil mit dem Wasser, so geil. Na komm, ich weiß doch, dass ihr da oben seid. Okay. Oh, hallo, mein Freund. Ich glaube, das ist keine so gute Idee. So wie ich mich kenne, falle ich da runter. Styles, du bist ganz schön weit vorne, Junge. Was will ich dir mal sagen? Alte Schweine. Aber wir kriegen euch alle. Keine Sorge. Den restlichen Turm sichern. Alles klar. Ich bin unterwegs, Pearson, ich bin unterwegs. Der Feinde Granate! Du Schwein. Oh, da ist eine Munitionskiste. So ein Idiot, ne? F und G liegen viel zu nah beieinander. Oh, hallo, ein schöner Krug. Mm. Ja, lecker. Mm. Alle bereit machen! Werfe eine Granate! Oh.
Alter, Alter, was ein Stress. Mann, 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 Mann. Nicht aufgeben! Ja, Sir. Wieso schießt du hier in meine Richtung? Bist du doof? Spinner. Das waren alle. So. Weil du die schwarze Uniform trägst, kriegst du noch ein paar extra rein. Wein. Das kann ich gebrauchen. Das kann ich direkt verwenden. Oh, mal kurz einen Moment die Aussicht genießen. Warte mal, wo ist die MG? Gib mal die MG her. So, ja, nee, das ist albern. So, erstmal schön ein paar Deutsche erschießen hier, so. So, das machen wir alles schön von hier unten. Von hier oben meine ich. Aber ist auch egal, komm. So. Wo war nochmal die Munitionskiste? Eins tiefer, ne? Wo ist denn die da? Hier geht's. Ach da. Ich war verwirrt, weil er da vor dem Eingang lag. Ausgang. Treppe runter. Soll ich mir da? Die Flieger werden die Brücke zerstören. Okay. Wir müssen diese Flaks einnehmen. In Ordnung. Daniel, Tower! Hier nach! Bewegung, los! Granate geworfen! Rein in die Gräben! Na los! Wir müssen diese Flaks einnehmen! Alles klar. Ich glaube, hier ist die Poststelle. Sag mir mal, wo die Feinde sind. Ich bin ja auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg, Pearson, ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Alter.
Deutsche hinter den Sandsäcken! Daniels, die Flak bemannen! Bin dabei! Die Brücke schützen! Nicht nachlassen! Nach links! Treffer! Hast ihn! Er stürzt ab! 1 Uhr! Schon. Alles klar! Unsere Flieger sind hier! Alter. Jetzt greifen sie uns mit allem an, was sie haben. Noch nicht fertig! Wir zwei wieder! Du kleiner Scheiße. Bereit! Ist der Signalrauch bereit? Komm schon! Deckt uns mal ordentlich ein hier, Leute. Der wollte mich doch verarschen. Nice, eine Granate! Wo ist mein Granatenmann? Ich sehe von euch doch auch nichts, Junge. Alter. Hier, sag mal, wo die Leute sind. Ich brauche ihre Position. Ja, los. Erstmal hier eine Spritze Morphium rein. Ich habe Schmerzen. Ich muss nachladen. Autsch. Alter. Ich glaube, ich habe was abgekriegt. Feindgesichte! Sie kommen raus! Alter. Alle Mann Waffen runter! Waffen runter! Sie ergeben sich! Okay. Es ist vorbei!
Okay. Brücke erobert. Corporal Howard. Alter. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Es ist verdammt viel mehr fällig als das. Kommt schon her. Wir haben gerade Geschichte geschrieben. Als Erste über den Rhein. Was guckst du so, Deutscher? Wir wissen von einem Gefangenenlager in der Nähe. Okay. Davis hat angeordnet, auf Autorisierung für einen Einsatz zu warten. Aber Sie wissen ja, was wir von solchen Befehlen halten. Verstanden, Sergeant. Okay. Los geht's. Holen wir Sussman. Mensch, das wurde aber auch Zeit. Unser Platoon hat den ersten Brückenkopf am Rhein errichtet. Jetzt rollt unser Konvoi ins Herz von Deutschland. Das heißt, der Krieg wäre so gut wie gewonnen. Nicht für mich. Erst wenn ich Sass gefunden habe. Epilog. 4. April. Nachdem wir die Brücke bei unserer Ostmission verlassen hatten, durchsuchten wir die Lager auf dem Weg. Ich dachte, ich wüsste schon, wie Grausamkeit aussieht. Ich wusste gar nichts. Aber eins ist sicher. Ich werde diesen Anblick nie vergessen. Die Überlebenden sagten, man hätte die anderen Kriegsgefangenen, zu denen auch Sussman gehörte, in ein kleineres Lager 3 Stunden östlich gebracht. Ich konnte nur hoffen, dass er noch lebte. Das Letzte. Arbeitslager aus. Okay. Ich finde, hier sieht's verlassen aus. Boah, ich werde gerade voll traurig. Scheiße. Okay, komm, wo ist er? Sieht, gab es hier nichts als Prügel, Knochenarbeit und Hungerration. Hier drüben. Nazis haben unsere Leute kaltblütig ermordet. Kein Feuer der Welt macht das ungeschehen. Ich schätze, hier wurde ein Exempel statuiert. Boah, ich bin gerade voll traurig. Das holt mich gerade so richtig runter hier. Daniels, das müssen Sie sehen. Die Spur führt zu den Feldern. Da wurden Sie hingetrieben. Dann ist das unser Ziel.
Erwarten Sie nicht zu viel, Corporal. Es war ein Versprechen an Sasmund. Wir finden ihn. Ob wir ihn lebend finden, ist was anderes. Sergeant, ich gehe vor. Sasmund! Oh! Oh, schneller! Red! Red, erschieß ihn! Es ist wie ein Teufelskreis. Was ich getan habe. Was ich hätte tun sollen. Als ob mich mein ganzes Leben darauf vorbereitet hat. Wir müssen nach Hause, kleiner Bruder. Paul! Du bist dort im Schnee gestorben. Und nur, weil ich nicht... Nein. Verdammt. Ich komme, Sasmund. Du wirst nicht sterben, Bruder. Nicht jetzt. Nicht heute. Okay. Darum haben wir ihn in der einen Schlacht gesehen. Sasmund! Du bist so Junge. Dich werde ich retten. Vorbei. Ich träume wohl. Was ist geschehen? Ich dachte, wir bleiben zurück. Und ich sterbe hier ganz allein. Hier, trink. Schön langsam. Du hast immer auf mich aufgepasst. Und irgendwie auch heute. Es gibt nämlich nur eins, was dich auf dem langen Marsch antreibt. Und das sind die Brüder, die bei dir sind. Die Geschichte rief, und sie folgten. Von überall her zum Kampf für Frieden und die Freiheit. Ich danke ihnen. Und die Welt dankt ihnen. Und wo immer sie auch sein werden, sie gehören für immer zu einer Bruderschaft von Helden. Ja, das war's, Freunde. Sasmund wollte, dass du den kriegst. Ja, du brauchst ihn mehr als ich. Wegen Junior. Hast du wohl kein Vertrauen? Ja, das wird schon. Gentlemen. Queens! Der verlorene Sohn kehrt heim! Und, kommst du zurecht? Ich geh nochmal zu Sasmund. Sergeant? Kehren Sie jetzt heim? Ich bin daheim. Wollen Sie nicht auch bleiben? Ich vermisse Texas schon viel zu lang. Alles Gute, Bauernjunge. Danke. Und wenn mein Sohn fragt, wo ich war, sage ich war bei der Ersten. Und dem irren Bastard Pierce. Hm. Gar kein Ausdruck. Falls du mal nach Chicago kommst. Sehr gerne. Oder vielleicht überrasche ich dich zuerst in Longview. Du wärst willkommen. Weißt du, als sie uns mitnahmen, raubten sie uns nicht nur die Freiheit. Auch wenn wir zusammen waren, waren wir doch allein. Es ging uns nur ums Überleben. Aber du hättest als Held heimfahren können. Warum bist du es nicht? Ich sah dieses Leben. Ich konnte es nicht.
Bis zum Schluss. Bis zum Schluss. Der Traum war anders letzte Nacht. Diesmal kamen wir nach Hause, zusammen. Ich höre immer noch die Wölfe, Paul. Manchmal sehe ich sie sogar. Du brachtest mir bei, sie abzuwehren. Darum gehört das dir. Weil ich durch dein Opfer lernte, dass ein Held alles riskiert für seinen Bruder. Und für mich bist du beides. Ein schönes Ende. Mehr oder weniger. Ja, das war der Zweite Weltkrieg. Schöne Geschichte, also ja, gut gemacht, gutes Spiel. Doch, wenn man es sagen darf, überhaupt sagen darf, es hat Spaß gemacht. Schön die Punkte, ne, die historischen Punkte abgelaufen. Ja, heftige Gefechte, super Grafik, Hammerspiel. Das Ende, ja, ne? Man hat es kommen sehen, das zog einen dann wieder so runter und ja. Man merkt wieder einmal, man hätte nicht im Zweiten Weltkrieg kämpfen wollen. Nein. So. Ich werde das jetzt erstmal für mich sacken lassen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Hoffe, ich habe euch gut unterhalten, einigermaßen mit meiner chaotischen, mitunter nichts könnenden Art und Weise. Und dann lasse ich euch jetzt noch ein bisschen mit diesem Abspannen allein. Hoffe, wir sehen uns in einem neuen Projekt. Und vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin.